So, hallo, herzlich willkommen zurück bei Let's Retro Final Fantasy VII. Und heute entführe ich euch in diese wunderbare, verlassene Villa, die wohl von Shinra-Mitarbeitern bewohnt wurde. Und hier soll wohl irgendwas sein. Sephiroth ist hier, glaube ich. Ich weiß auch nicht mehr so ganz genau. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Wir können nichts öffnen, nichts nehmen. Kann man hier durch? Ja, hier kommt man durch. Aber ich möchte erstmal schauen, ob ich hier in den Räumen noch was finde. Sieht auf jeden Fall interessant aus und ich möchte. Ach so, das wäre im Grunde derselbe Weg gewesen. Hier geht's noch rein. Eine Vorratskammer oder sowas, aber hier dürfte ja nichts mehr sein, was irgendwie. Was ist denn das dazu? Also warum hat da jemand die Tür versperrt? Damit weniger Räume für das Spiel gemacht werden müssen, wer weiß. Na gut, so kann man auch aber dann trotzdem hier rein, oder? Ja, hier steht nur ein umgeworfenes Regal. Dann müssen wir wohl nach oben. Ein Soldier. Keine Spur von Sephiroth, aber er hat diesen Raum betreten. Woher weißt du das, wenn hier keine Spur von dem ist? Was zum. Ist das ein Geheimraum? Ah, okay, dann sehe ich mich jetzt noch kurz in den restlichen Räumen um und dann geht's da mal runter. In unserer kleinen Flashback-Session. Für so ein altes Spiel ist das schon hübsch gemacht. Nett. Ein Safe? Können wir aber nicht öffnen. Verdammt, ich will Moneten. Oh, leider habe ich was ganz übersehen. Wir können ja auch noch runter. Das ist einfach nur Schlafzimmer, okay. Regale, nichts Besonderes. Dann wollen wir mal schauen, wohin diese Treppe führt. Also Sephiroth scheint sich hier drin ja auszukennen. Und ich meine, wir haben das jetzt auch gerade mehr zufällig gefunden, aber man findet es sehr leicht. Speziell, weil es halt so leicht abgezeichnet ist. Gut, und hier runter. Drehwurm. Was zum. Hier liegen Schädel und Knochen. Ketten. Uah. Was zum Henker hat man hier veranstaltet? Kommt man hier durch? Nee, das scheint es so zu sein. Müssen wir hier lang? Ah, hier ist Sephiroth. Ein scheinbar toter Organismus wurde in einer 2000 Jahre alten geologischen Schicht gefunden. Professor Gast nannte den Organismus Genova. X Jahr, X Monat, X Tag. Genova als Angehörige des alten Volkes bestätigt. X Jahr, X Monat, X Tag. Genova-Projekt gebilligt. Makoreaktor 1 zur Inbetriebnahme zugelassen. Das ist so eine alte Bibliothek hier, aber was waren das eben für Skelette? Meine Mutter heißt Genova. Genova-Projekt. Ist das ein Zufall? Professor Gast, warum haben Sie mir nichts gesagt? Warum sind Sie gestorben? Okay, hier scheint jemand so eine Art Identitätskrise zu haben. Hier können wir aber nichts benutzen. Hier ist nur alles schön grün. Grün ist ja auch immer böse, das ist ja so ein Klischee. Lass mich in Ruhe. Sagt er auch immer wieder. Wir können aber ihn vorbei. Hier können wir nichts finden. Also, ich sehe hier zumindest nichts, was wir machen könnten. Wir sind wirklich einfach nur ein paar Bücher. Und er sagt, wir sollen ihn in Ruhe lassen. Das heißt, irgendwas müssen wir hier machen können. Ah.
Ach nee, Sephiroth. Also, ach so, wir müssen einfach noch weitergehen. Sephiroth war nicht aus der Shinra-Villa gekommen. Er las weiter wie besessen und das Licht ging kein einziges Mal aus. Dramatische Musik. Aber wir haben in der Villa gepennt, okay. Dann schaue ich mal nach dem. Also, ich bin jetzt ein bisschen unsicher. Ach so, schön. Ich muss ja hier lang. Sagt er irgendwas? Sephiroth wirkt verändert. Und wieder die Drehwurmtreppe. Ah, Dreck. So. Diesmal lief es nicht ganz so flüssig. Klingt irgendwie falsch. Können wir jetzt hier rein? Nö. Sephiroth. Ich lasse ihn mal böse lachen. Wer ist da? Verräter. Verräter? Du dummer Verräter, ich werd's dir sagen. Der Planet gehörte ursprünglich den Cetra. Die Cetra waren eine Nomadenrasse. Sie zogen umher, ließen sich auf dem Planeten nieder und zogen wieder weiter. Am Ende ihrer schweren, harten Reise wurden sie in das verheißene Land und würden sie in das verheißene Land und höchste Glückseligkeit finden. Aber es kamen welche, denen die Reise nicht passte. Sie hörten auf, umherzuziehen, bauten Unterkünfte und entschlossen sich für ein leichteres Leben. Sie nahmen, was die Cetra und der Planet aufgebaut hatten und gaben nicht das Geringste zurück. Das sind deine Ahnen. Sephiroth. Vor langer Zeit suchte eine Katastrophe den Planeten heim. Deine Ahnen flüchteten, sie überlebten, weil sie sich versteckten. Der Planet wurde durch das Opfer der Cetra gerettet. Danach vermehrten sich deine Ahnen immer mehr. Jetzt sind von den Cetra nur noch diese Berichte übrig. Was hat das mit mir zu... Nee, mit dir zu tun. Was hat das mit dir zu tun? Kapierst du es nicht? Ein Angehöriger des alten Volkes namens Genova wurde in der 2000 Jahre alten geologischen Schicht gefunden. Das Genova-Projekt. Das Genova-Projekt sollte Menschen mit den Kräften des alten Volks... Nein, der Cetra erzeugen. Und dabei wurde ich produziert. Produziert? Ja. Der Leiter des Genova-Projekts und der geniale Wissenschaftler Professor Gast produzierte mich. Wie hat er... Kann ich hinterherlaufen? Nö. Achso, jetzt läuft er automatisch. Sephiroth! Aus dem Weg. Ich gehe zu meiner Mutter. Oh oh. Verdammte Scheiße, jetzt wird's. Also ich würde sagen, shit just got serious. Ja, hier kann man nicht rein. Musik ist nur dramatischer geworden. Oh Scheiße. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an Shadow the Hedgehog, also mit diesem produziert werden und mit irgendwelchen Kräften oder ultimativ bla bla bla. Oh, fuck. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Scheiße. Ah, du bist es. Bist du noch bei Verstand? Dann komm und hilf mir. Ich sehe in diesem Haus nach, du nimmst das da.
Sephiroth. In das Haus können wir nicht, wir können nur in das andere. Ich drücke mal wieder die falsche Taste. So. Sagt der Junge irgendwas? Ne, der sagt das auch, wenn man ihn nur anrempelt, sag ich mal. So. Werde ich sterben? Hoffentlich nicht. Oh. Nein. Warum geht er da nicht rein? Schrecklich. Sephiroth, das ist zu schrecklich. Oh, jetzt sieht man den mal in einer gerenderten Sequenz. Nicht schlecht. Ich muss dann auch, wenn das Spiel verdammt alt ist, das nimmt einen atmosphärisch schon mit. Okay, der Reaktor. Hier war das so. Nein, hier runter. So. Laufen. Papa. Sephiroth. Sephiroth hat dir das angetan, oder? Sephiroth, Sota, Shinra, Makoreaktoren, ich hasse sie alle. Ich kann keinen energischen Mädchenschrei. Der sagt nichts mehr. Die sollte jetzt nichts Dummes tun. Mutter, ich will dich besuchen. Bitte mach die Tür auf. Wie konntest du das Papa und allen Stadtbewohnern nur antun? Ach du Heilige. Du hast es versprochen. Du hast versprochen, mir zu helfen, wenn ich in der Klemme stecke. Der macht doch nicht ernsthaft. Oder legt er die nur zur Seite? Ja, das kennen wir. Dann muss man wohl jetzt hier hoch. Ich habe jetzt erst gedacht, er steckt die in so einen Tank. Genova, Mutter, lass uns zusammen diesen Planeten zurückbringen. Ich habe eine gute Idee. Komm mit zum verheißenen Land. Sephiroth. Meine Familie, meine Heimatstadt. Wie konntest du ihnen das antun? Sie sind zurückgekommen, Mutter. Mit ihrer überlegenen Macht, ihrem Wissen und ihren Zauberkräften war Mutter zur Führerin dieses Planeten bestimmt. Aber sie... Diese nutzlosen Kreaturen... stehlen den Planeten von Mutter. Aber nun bin ich bei dir. Mach dir also keine Sorgen. Wahnsinnig, der Kerl. Guck, das ist echt
Geil gemacht für so ein altes Spiel. Genova. Verstörend. Richtig verstörend. Was ist mit meiner Trauer? Meine Familie? Freunde? Die Trauer darüber, dass mir meine Heimatstadt weggenommen wurde. Das ist genauso schlimm wie deine Trauer. Meine Trauer. Worüber soll ich denn traurig sein? Ich bin die Was? Die? Ist es jetzt die Mutter von dem? Ich bin die Auserwählte. Ich wurde ausgewählt, um diesen Planeten zu führen. Wahrscheinlich soll es doch der heißen, das ist Sephiroth. Mir wurde befohlen, deine Leute auf dem Planeten zu vernichten. Ich habe nur meine Ehre. Sephiroth, ich habe dir vertraut. Nein, du bist nicht der Sephiroth, den ich früher kannte. Ah, Epilepsie! Und das ist das Ende der Geschichte. Moment mal, das ist alles? Ich kann mich nicht erinnern. Was geschah mit Sephiroth? Von den Fähigkeiten her hätte ich ihn nie töten können. Die offiziellen Akten weisen aus, dass Sephiroth tot ist. Ich habe es in den Zeitungen gelesen. Die Zeitung gehört Shinra. Du kannst dich also auf diese Information nicht verlassen. Ich muss die Wahrheit wissen. Ich will wissen, was passiert ist. Ich forderte Sephiroth heraus und habe es überlebt. Warum hat er mich nicht getötet? Ich lebe auch noch. Es scheint, dass vieles keinen Sinn ergibt. Was mit Genova? Es war im Shinra-Gebäude, richtig? Shinra brachte es von Nibelheim nach Midgar. Hat es jemand später entfernt? Es fehlte im Shinra-Gebäude. Sephiroth? Verdammt, es ergibt alles keinen Sinn. Ich gehe, hört ihr? Ich bin weg. Das Denken überlasse ich euch. Hey Cloud, los gehen wir. Warte mal. Cloud, was ist los? Du stehst nur hier herum, während Sephiroth sich auf dem Weg ins verheißene Land befindet. Ich werde weder Sephiroth noch Shinra das verheißene Land erreichen lassen. Falls sie das schaffen, sind wir alle am Ende. Verstehst du, was ich meine? Ist das alles? Oh, Bruder. Prima, das trifft's besser. Oh, Bruder. Cloud? Wie schlecht ging's mir, als Sephiroth mich niederstach? Ich dachte, du lägst im Sterben. Ich war so verzweifelt. Ich? Die Alten? Cetra, Genova, Sephiroth und ich? Lass uns gehen. Parrot wartet. Eine faszinierende Geschichte. Hey Cloud, hier. PHS? Gruppenglieder austauschen, Menü aufrufen und PHS wählen. Es kann nur auf der Weltkarte oder einem Speicherpunkt angewendet werden. Mit dem PHS kann ich euch jederzeit sehen. Also los, verschwinden wir von hier. Interessant. Touristen, hm? Es gibt einige Dinge, die man wissen sollte und nützlich sind, wenn man umherreisen will. Möchtest du sie wissen? Na klar, schieß los. Dann lass mich erklären, wie man die Weltkarte benutzt. Also, was willst du wissen? Kamerawinkel ändern? Betätige zuerst Kamera... Oh Gott, das... 12 Winkel stehen zur Auswahl, wäre den... Na gut, egal. Du kannst die Kamera danach links oder rechts bewegen, indem du... Ja, hoch, runter drückst. Versuche die verschiedenen probier die verschiedenen Perspektiven aus, bis du eine findest, die dir zusagt, sonst so wird die Reise interessanter. Tasten betätigen. Du kannst reiten oder fahren, indem du OK drückst wahrscheinlich. Und du steigst aus oder ab, indem du Abbruch drückst. Das ist nicht so schwierig. Oh ja, du kannst nicht losstürmen, während die Weltkarte angezeigt ist. Achte also darauf, Abbruch nur zu
betätigen, wenn du aus- oder absteigst. Denk dran, wenn dein Chocobus rennen fort, sobald du absteigst, sei also vorsichtig. Chocobus? Nein, danke. Wenn du auf der Weltkarte bist, kannst du das Menü aufrufen, um das Spiel an einer beliebigen Stelle zu speichern. Häufiges Speichern ist immer gut. Also dann, gute Reise. Hör mir gut zu. Eben gerade geht ein Typ in einem schwarzen Umhang nach Osten auf die Weide zu, trägt dieses mörderische Schwert und sieht echt furchterregend aus. Das ist wohl der, den wir suchen, aber den suchen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt bisher weiterhin Spaß am Let's Play. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also dann, danke fürs Zusehen. Cheerio!